In der zweiten Halbzeit haben wir garantiert nichts mehr zu verlieren, wenn du schon mit 9 hinten bist. Den Anfang haben wir ein bisschen verschlafen. Die zweite Hälfte war geil. So aufgeholt, das ist super. Muss man sagen, Chapeau. Also man kann ja auch gegen die mithaben. Klar hat Brühl auch heute auch nicht die Kranzleistung von innen abgerufen, aber trotzdem, wir haben ihn am Leim gekratzt, das ist gut so. Es war ein mega komischer Start. Aber auch von Brühl-Seite. Und sie haben sich da können absetzen, weil wir hinten völlig falsch gestanden sind, bevor Goal nicht gemacht haben. Ja, ich glaube, in der ersten Hälfte haben wir vor allem schon ein paar ziemlich Respekt vor ihnen. Ich meine, es ist nicht wirklich viel Druck aufs Goal gekommen. Und darum auch die Foulpässe. Angst nicht, aber Respekt halten. Wenn du gegen Brühl kannst du nur gewinnen, dann kannst du nicht verlieren. Also, die sind ungeschlagen, wie sie jetzt. Sie sind ganz klar der Favorit. Man kann ihnen einfach ein Bein stellen. Und, wieso dass wir dann gleich so verhalten drin sind und also eben, ich finde es auffällig, vor allem auch so viele technische Fehler. Das war schon ein bisschen schlimm gewesen gerade. Da wir ja als junges Team sind, denke ich, ja, es hat sicher viel gehabt, die Respekt hatten. Aber den haben wir dann eben in der zweiten Hälfte abgeleitet und den Vollgas gegeben. Wenn ich das Schalter finden würde, bei jeder Einzelnen und beim Team, dann würde ich dort den Finger drauf lassen, weil das ist genau das, was uns fehlt. Oder? Wir können es nicht über 60 Minuten abrufen. Weil nach heute muss ich sagen, mit dieser Leistung, in der zweiten Halbzeit, ist es selbst brühlschlagbar. Aber der eine war schon cool, den ich hatte. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hat es vielleicht auch ein bisschen anders vom Resultat her. Und ich hatte das Gefühl, es hat an der Verteidigung der Brüllerinnen gelegen. Also, dass sie gerade am Anfang zwei, drei Mal ausgeteilt haben und die Tiris nicht gerade gepfiffen haben. Halt. Und nachher war man etwas eingeschüchtert und dann hat man halt nicht mehr so aufs Goal getraut. Ja. Aber zum Glück hat sich das in der zweiten Halbzeit geändert. Wir haben ein paar Mal geschossen am Anfang. Ein paar Mal auf die Bridge geschossen oder daneben geschossen.
noch gedacht, es langt. Bis nächste Woche.